Gut, alles klar. Ja, ja, bring die Karton mit. Genau, super. Okay. Dann würde ich. Ich war sowas von scheu. Gut, dass ich noch nicht geschossen habe. Das wäre noch nicht der Moment gewesen. Also sie ist jetzt unterwegs zu ihrer Futterstelle. Ja. Sie ist hinter der Trauerweide rechts und da ist die Stelle. Genau. Okay. Also das ist jetzt. Ja, Futterstelle. Aber ich habe mir ja schon gedacht, weil es ist ja so, die wird hier nicht gefüttert. Dementsprechend kannte die Situation nicht. Es ist immer besser, die an der Futterstelle zu fangen. Wobei natürlich die Frage ist, hätten wir die da heute noch mal gesehen. Deswegen war es schon gut, hier zu probieren. Nee, probieren auf jeden Fall. Kein aber... Und, wird die an der Futterstelle auch so reagieren? Nee, eigentlich... eigentlich eher nicht, ne? Eher nicht. Okay. Nicht, und wie lange ist die damit jetzt unterwegs seit? Also die Auskunft der anderen, der mindestens seit 2-3 Monaten. Eieiei. Also wir sind hier in Bad Ems bei Koblenz an der Lahn und hier ist seit mehreren Monaten eine Nilgans, eine junge Nilgans aus diesem Jahr mit einer Angelschnur zwischen beiden Beinen unterwegs. Feuerwehr, Tierschutz, alle haben schon versucht, die zu fangen, hat bisher nicht geklappt und jetzt versuche ich heute mal mein Glück. Ich habe die jetzt gerade schon mal einmal gesehen gehabt, da saß sie allein unter einer Brücke, ist aber direkt weggeflogen. Hallo, bitte nicht rauskommen, wenn es geht. Bitte jetzt nicht rauskommen, wenn es geht. Ich hab sie. Komm her. Alles klar, jetzt brauchen wir nicht mehr laufen. Spaziergang, es geht. Am Boden Schere, sitzend, wie ich eben schon sagte, ist schwierig. Schere so. Und Pinzette, Sie sagen, was Sie brauchen. Ich muss erstmal das, was ich rauskriege. Ah, jetzt habe ich meine Socke nicht dabei. Ich haben Sie eine Socke? Ja, das wäre ganz gut. Ich habe meine Socke hier. Weil dann, oder, das sieht. Kriegen wir ein. Okay. Weil die habe ich im Auto jetzt hängen gelassen. Nee, ist aber nicht schlimm. Das, ja. Also normalerweise ist das Wichtigste der Hals immer, haben wir gelernt. Ja, aber jetzt wenn die, jetzt können Sie mal halten, dann mache ich schon mal unten die Gewichte ab, damit wir die in Ruhe rauskriegen. So. Jetzt ziehen mal die Angelschnur rum und auf der anderen Seite. Ja, sieht doch tiefer aus, als ich befürchtet hatte. Ja, da auf der Seite. So. Fühlen Sie sich gedrückt. Danke. Wirklich. Also, ganz toll, ja. Wenn ich irgendwas festhalten soll? Nö, jetzt das hier, das geht alles. Ist halt... Die etwas hochwertigere Netgun, da sind halt 8 Gewichte drin. Ja, dafür fliegt das Netz dann besser, ist aber halt beim Rausholen natürlich auch etwas aufwendiger. Da, die Gewichte sind dafür da, damit sich schön auffächert. Gell? Genau, einmal das und die Gewichte sind auch die Sachen da, die abgeschossen werden. Oder so. Ach so, nee, aber die werden ja ab. Das Netz wird ja nicht geschossen, sondern die Gewichte ziehen im Prinzip nur das Netz mit raus. Genau. So. Ja, ja. Und jetzt sind sie gerade der Enthettern. Der Gavin hat ihren Socke. Ich will einmal kurz die Socke abziehen, weil sonst kriege ich. Tun wir gleich sofort wieder drauf. Wenn man das macht, muss man immer damit rechnen, dass sie dann explodieren. Ja, ja, und sofort wieder versuchen, sich zu befreien. Ja, ein Schwan wird das nicht machen, aber.
Ein Schwan ist sowieso... Schwan ist viel einfacher zu handeln als eine Gans. Ja. So, einmal übernehmen. Ja. Eieiei. Und das ist noch die bessere Seite, ne? Die sieht hier schlimmer aus. Ja. Jetzt hören wir mal auf und gucken mal. Eieiei. So, jetzt machen wir einmal hier erst die Mitte durch. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Das ist auch definitiv Angelschnur, nichts anderes. Ja, ne? Ja. Weil manchmal gibt es ja auch andere Schnüre oder Haare, hatte ich auch schon mal, weil Haare eher bei Tauben sind. Ach du lieber Gott, das glaube ich doch nicht. So. Ich bin jetzt das Kamerakind. Ja, klar, machst du gab's gut. Früher. Also ist auf jeden Fall übersichtlich, das heißt, wir werden hier nichts übersehen können. Ja, okay. Genau. Ja, es ist ja auch hell und... Und von der Erfahrung her, meinen Sie, die könnte jetzt wieder ohne tierärztliche Betreuung... Ja, ja. Das ist komplett durchblutet. Okay. Ja. Es ist leicht geschwollen, ich würde die aber trotzdem eher draußen lassen, als jetzt, wenn es nicht sein muss. Auch mit der Familie vor allem. Ja, eben. Wahnsinn, ne? Nicht hier viel verlieren, sonst... Mhm. Das nächste Tier drin hängt, da müssen wir gleich mal gucken. Mhm. Aber die war so kurz, da kann eigentlich nichts passieren. So, jetzt muss ich hier nochmal schneiden. Mhm. Ja. So. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ist voll granuliert schon. Ja, genau, ist zu, ist nicht offen. Mhm. Genau, unten ist durchblutet. Ja, ist durchblutet. Ja, sonst wird die anders aussehen hier. Das Bein ist auch nicht warm, ne? Also von der Temperatur ist das gut, wenn das jetzt total heiß wäre. Und hier ist das Gelenk hier, das klappt? Das ist ganz normal. Ja. Oh, ja. So, das kann, das muss ja klappen. Das klappt. Okay. Jetzt nehmen wir mal das hier. Ja. Das glaube ich doch nicht. Das ist doch toll, dass das geklappt hat, oder? Erwin, Gott sei Dank habe ich da den Film geguckt. Schon. Deswegen mache ich die ja, weil sonst die Leute nie erfahren, dass es halt eben noch Möglichkeiten gibt. Ne? Ja, das wird uns keiner wissen. Also wir haben auch mal rumtelefoniert, wer denn das... Es gibt jetzt Beschlüsse von zum Teil, ich war geschockt, von Wildauffangstationen, Nilgänse nicht mehr aufzunehmen. Weiß. Und hier ist noch komplett durchblutet. Also... Aber der Rest, das ist nicht entzündet, das ist nicht warm. Warm, genau. Ne, die Einschnürungsquellen sehen gut aus. Können wir verantworten. So, also ich packe nochmal einmal durchs Gefieder, dass wir irgendwas übersehen. Ja. Dass dann irgendwo noch Schuhe drin hängt. Ja. Ansonsten, wie soll ich sie? Ich nehme sie einfach. Die Socke, ja, genau. Jetzt fliegt sie mit Socke weg. Wobei, mit Socke kriege ich sie dann auch wieder, wenn ich sie dann abhöre. Ich weiß, ob das Das war ein Einsatz mit den Leuten von den Tierfreunden im Nassauer Land e.V. In Bad Ems war dieser Einsatz. Das ist bei Koblenz, also von meinem Haupteinsatzgebiet Düsseldorf, ungefähr 160, 165 Kilometer entfernt. Die Nilgans ist aus diesem Jahr, das ist eine junge Nilgans, die ist mit der Angelschnurverletzung schon seit mehreren Monaten unterwegs gewesen. Und jetzt fing es auch langsam so an, dass die Familie die gemobbt hat, die ausgestoßen hat, weil die sich eben nicht mehr ganz normal bewegt hat und eben, ich sag mal, vom Verhalten her aus dem Rahmen fiel. Das ist bei Nilgänsen, auch bei vielen anderen Gänsearten ist das eigentlich, ja, kommt das immer wieder vor. In erster Linie ist das dadurch bedingt gewesen, dass diese Nilgans, das denke ich mal, da bin ich mir relativ sicher, ist dadurch bedingt gewesen, dass diese Nilgans zwischen beiden Beinen ja durch diese Angelschnur gefesselt war. Das konnten wir ja entfernen. Dazu muss ich sagen, die Einschnürung sah zwar böse aus, aber die war nicht blutig. Der Fuß, beziehungsweise der Paddel unten drunter, der war nicht geschwollen, der war nicht heiß, der war durchblutet. Also die
konnte man definitiv so wieder rauslassen. Man hätte auch sagen können, dass sie in dem Zustand, in dem die war, ich sag mal, vom Futterzustand hätte es besser sein können. Aber rechts und links vom Brustbein war auch noch Muskulatur zu spüren. Also die war nicht total abgemagert, sie war zu dünn. Aber nicht so, dass die das draußen nicht selber in den Griff kriegen könnte. Die ist ja jetzt wieder in der Lage, ganz normal Futter zu suchen und zu finden. Und ich denke mal, dass es auch vor Ort ein paar Leute gibt, die jetzt besonders ein Auge auf die haben und der mal das ein oder andere artgerechte Futter dahin werfen. Man hätte die auch mitnehmen können in eine Wildvogelstation, aber bei Nilgänsen ist das halt immer so eine Sache. Eine junge Nilgans irgendwo auszuwildern ist deshalb nicht ganz so einfach, weil die sich dann ja, ich sag mal, irgendwo wieder einfinden muss, wo andere Nilgänse sind. Jetzt sind Nilgänse aber familiär auch oft so verbandelt. Das heißt, wenn die jetzt mal 2 Wochen da weg gewesen wäre und man setzt sie dann wieder dahin, kann es sein oder ist die Wahrscheinlichkeit sogar recht groß, dass die Familie die nicht mehr akzeptiert. Wenn man die irgendwo anders hinsetzt, setzt man die gegebenenfalls irgendwo hin, wo eine andere Nilgansfamilie unterwegs ist oder mehrere, wo die auch keinen Anschluss findet. Und deswegen sollte man gerade bei Nilgänsen, bei Kanadagänsen ist das beispielsweise nicht so dramatisch, aber bei Nilgänsen, die möglichst im Familienverband belassen. Die Familie war heute nicht zu sehen, aber die ist da, die ist normalerweise auch immer mit der Familie unterwegs. Man sollte die im Familienverband belassen, wenn es geht. Bei der ist es so, man hätte sie mitnehmen können, man hätte sie da lassen können und dann entscheide ich mich fürs Dalassen. Es gibt natürlich auch Verletzungen, sagen wir mal, das wäre jetzt blutig gewesen, so tief eingeschnürt, dass wir das vor Ort gar nicht hätten entfernen können oder der Fuß wäre schon schwarz gewesen oder so. Dann ist das natürlich ein anderer Aspekt, dann hätte man die natürlich mitgenommen. Aber so in dem Fall, denke ich mal, ist das absolut zu verantworten, dass wir die direkt wieder rausgelassen haben. Das ist für das Tier das Beste. Die wird sicherlich die nächsten Tage und vielleicht auch noch die nächsten Wochen nicht so gut laufen. Aber ich habe gerade bei Nilgänsen wirklich die Erfahrung gemacht, dass das mit der Zeit besser wird, dass die mit dieser Einschnürung zurechtkommt. Die wird man sicherlich von der Vernarbung her in gewisser Weise auch noch nächstes Jahr sehen. Man wird immer noch sehen, dass es dieses Tier war, aber das wird sich auf jeden Fall bessern. Und deswegen denke ich mal, ist alles im grünen Bereich. Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat. Der Einsatz hat letzten Endes, nachdem das Tier erst vor mir weggeflogen ist, bis zum Fang gerade mal 8-9 Minuten gedauert, also keine 10 Minuten. Dann war das Tier gesichert. Und wenn man bedenkt, dass vorher 2-3 Monate lang, die keiner fangen konnte, bin ich ja schon recht froh, dass es heute direkt beim ersten Mal geklappt hat. Es ist halt immer bei mir wichtig, wenn ich so weite Strecken fahre, dass es dann beim ersten Mal klappt. Weil wenn das jetzt in Düsseldorf ist, wo mein Haupteinsatzgebiet ist, kann ich am nächsten Tag nochmal gucken, die zu kriegen. Aber ich kann halt nicht jeden Tag diese Strecken fahren, um immer wieder zu versuchen, das ein und dasselbe Tier zu fangen. Und deswegen bin ich recht froh, dass es geklappt hat. Ja, an dieser Stelle nochmal alle Danke an alle Leute, die den Tiernotruf unterstützen und mit ihren Spenden dazu beitragen, dass solche und ähnliche Einsätze gemacht werden können. Herzlichen Dank.